Also, wir wollen heute eine Ytong-Wand mauern. Dafür haben wir einen Balkon uns ausgesucht. Genau, wir starten mit einem Leichtmauermörtel. Der isoliert gut. Da setzen wir jetzt erstmal plan die Ytong-Steine drauf und den Rest verkleben wir. Und seitlich setzen wir ab und zu so Maueranger, aber das können wir euch dann noch später erklären. Genau, jetzt erstmal die erste Reihe setzen. Also, wir haben gestern den Untergrund schön abgesaugt, sauber gemacht und jetzt tragen wir halt den Mörtel auf. Genau. Muss das nass gemacht werden? Eigentlich nicht. Aber das weiß ich auch nicht so genau. Ich mache halt immer, wie ich denke. Gut, das reicht uns. Also, wie ich das verstanden habe, ist die erste Bahn das Wichtigste. Warum ist die erste das Wichtigste? Weil die ja verklebt werden und die sind ganz gerade, die Plansteine. Und wenn du da jetzt schief anfängst, dann hast du nach oben irgendwann so viel Spiel, dass der Kleber eigentlich nicht mehr reicht. Okay. Genau, und der Kleber ist ja nur ganz dünn. Also es wird mit der 6er Zahnkelle trage ich das auf. Aber ich weiß auch nicht, was da Vorschrift ist oder wie man es am besten macht. Ich mach's halt einfach. Genau, also alles mal ein wenig so grob gerade machen und dann ziehe ich einfach so eine Furche durch, damit wenn man klopft, man noch ein wenig Spiel hat. Genau, und dann setzen wir mal den ersten Stein. Den Hammer habe ich nicht da. Genau, den setzen wir mit Abstand und dann füllen wir das hinterher auch noch mit Mörtel, sodass halt 1, 2 Zentimeter Luft ist, dass man noch was dahinter bekommt. Hier ist eh blöd, weil hier so eine Kante ist. So. Und der Wandanschluss, der wird mit diesem Mörtel noch gemacht, ne? Genau, Genau, und auch mit dem. der Kleber ist nur für die Steine untereinander. Genau. Der Kleber, der läuft, also sieht man dann, der ist ganz flüssig. Und ja, der isoliert auch nicht so gut. Und dieser Leichtmauermörtel, der isoliert echt gut. Genau, dann richten wir ein bisschen aus. Normal nimmt man da einen Gummihammer, den wollte ich eigentlich noch holen. Aber so wie das ist, ne? Philipp will was machen halt und da muss man natürlich auch der richtigen Seite. Genau, sonst hat man hier lauter Stellen in. Ja, soll ich eben laufen? Ja, oder wie auch Lauf du immer. mal, du weißt, wo der ist. Und du kannst mal versuchen auszurichten. Nee, das da macht der Chef. Größer lassen müssen unten. Was größer lassen? Die, Fuge. ja, dann kann man mehr Ausrichten. ausgleichen. Und wenn der jetzt liegt, dann machst du den nächsten? Oder machst du erstmal jetzt, dass er bündig ist vorne? Schau jetzt mal die Flucht nach unten. Können wir ein bisschen heraus. Weil es dann eh der Putz ausgleicht. Und dass er darüber halt gerade ist. Das schaut gut aus. Genau, und dann den zweiten. Die haben schon ein praktisches Format, wie ein Kasten Bier bald. Ausgleichen.
da bündig sitzt. Ja, ich habe da hinten zu wenig drunter. Okay, diese Rillen sind halt wichtig, damit ihr ausgleichen könnt, dass der irgendwo hin kann, sonst kannst du ihn nicht weiter runterhauen. Und bei Nicht-Planstein? Da ist das nicht so tragisch, weil du hast ja immer Mörtel zum Ausgleichen. Aber da machst du doch nicht jede Reihe so. Ja, da musst du nicht so genau. Da wenn die Waage ein bisschen 3 mm höher oder so, du machst ja eh so eine Zentimeter Mörtelschicht. Ja. Da ist das vollkommen egal, aber die sollten schon wirklich umso sauberer das Fundament, umso einfacher. Genau. Flucht passt auch. Ja, und jetzt muss Philipp sägen. Das macht er. Und ich, der Wein hier hinten. Das verfugen. Genau. Wie machst du es einfach reinschmotzen? Genau. Von oben erstmal und dann von der Seite. Hast du so eine ganz kleine Kelle oder was? Nee. Ja, das ist dann wieder so der Vorführeffekt, wo dann nie klappt. Dann zeig uns das nochmal schnell. Ja. Wir müssen ein bisschen beeilen. Der ist fast schon ein wenig hart. Einfach erstmal vielleicht ein bisschen flüssiger machen. Der hat schon ziemlich angezogen. Schön von oben erstmal stopfen. Am besten nicht so viel labern dabei, dann zieht euch der Mörtel nicht so schnell an wie bei uns. Wie heißen die Fixie-Dinge? Maueranker. Hier kommen dann die Maueranker rein, die werden dann gedübelt. Nur wie oft und wie eigentlich? Wie oft weiß er nicht, wahrscheinlich reicht eine, Elias macht zwei. Und dann muss es halt so sein, das ist ganz dünn. Ich weiß halt, dass man das so macht, aber wie man es macht, weiß ich nicht. Ich meine immer nach Gefühl. Ja genau, das ist eigentlich damit die Maueranschlüsse an die Wand.
und nicht rauskippt. Wenn man Haus baut innen und man kann es nicht verzahnen, oftmals, wenn ja die Außenmauern zu Asche gebaut, dann tut man die schon mit rein und dann lässt man innen quasi, also dann werden die nicht angedübelt, sondern in dem Mörtel von der Außenwand einfach rein. Ja. Und dann stehen die raus und dann werden die einfach mit eingemauert. Ich habe gehört, entweder man macht ein Blättchen pro Reihe oder jede zweite Reihe zwei. Wir machen jede Reihe vier. So in der Art, oder 2, 1, 2, 1. Keine Ahnung. Lieber man macht sicherer als nicht so. Ja. Genau. Sonst hast du halt keinen Anschluss an die Wand und die Mauer kippt dir raus. Genau. Ist ja logisch. Okay, auf. Ich denke mir nur immer, wie sollen die dünnen Dinger halten, ne? Das ist, wenn ein Meister arbeitet. Das ist zwar kein Maurermeister, aber ein anderer Meister. Das ist egal. Das ist, ob man hat am Handwerk irgendwo einen Meister gemacht, dann ist man immer ein Meister im Fach. Ja. Bildest du auch aus? Nein. Mit Meisterbrief ist das doch möglich. Ja. Also könntest du mich ausbilden. Ja. Dann komme ich bei dir in die Lehre. Aber. Ich mache auch Berichtsheft. Also ich hatte mal. Ja, ich hatte schon Lehrer. Ja? Aber naja. Mal im Eimer. Wird immer schlimmer. Wahrscheinlich schaut sich das Uwe an und sagt, das geht auch ganz anders. Ich weiß gar nicht, wie damals das geklebt haben. Mach einfach die Klumpen alle in die Löcher. Keine Idee. Viel zu viel drauf. 6er Zahnkelle? Ja, hab ich einfach genommen. Ja. Ja, ist Mist, ne? Wie geht das? Klappen jetzt mal den anderen schon. Landwirtschaftliche Reparatur. Jetzt haben wir den Anschluss doch mal geklebt, anstatt das wir unten zu machen, weil das ja recht plan ist hier. Gucken, ob das auch geht, das würde uns Zeit sparen. Philipp sägt so gerade. Ja. Das müssen wir halt dann noch ein bisschen verfüllen später, oder? Ja, das machen wir mit dem. Jetzt keine Wasserwaage mehr. Du hast ja gut gearbeitet, jetzt kontrollieren wir nicht mehr. Ja, aber wie eine Eins. Sauber, weiter. Wir wollen das Fenster noch einbauen. Hast du Fensterbänke geholt? Hat jemand Fensterbänke? Schreibt's in die Kommentare. Franken und Umland, wir holen es heute ab. Video kommt aber erst in 5 Wochen wahrscheinlich online, bis ich wieder Zeit habe, was zu machen. Die mauern wir nicht mal ganz durch, sondern nur noch die Ausschnitte, wie unten. Machen jeden Stein dann mit 2 Bändern fest.
worauf man halt achten können oder sollen, dass man den Versatz mehr macht, ein Drittel vom Stein, besser als jetzt schon diese 10 cm. Wird jetzt auf der kurzen Mauer kein Problem sein, sagt der Meister. Der Bäckermeister. Fast fertig geworden. Philipp hat alles sehr gut gemacht. Ja, ich habe nur zugelangt. Den Rest machen wir morgen. Der Rest, das ist das da oben. Ja? Jetzt kommen die Kinder. So, hier kann man es schon erkennen. Hier kommt das Fenster rein. Ja. Also achtet darauf, dass ein größerer Versatz ist von Stein. Nicht so ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Das war's. Vom Ytong Wandmauern. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Arbeiten. Das nächste Mal bauen wir ein Haus. Genau.